Nach nur einem Spot geht's weiter. Hallo Familienmensch, Lust auf einen Job mit ganz viel Herz? Dann bist du bei uns in der Schüchtermann-Klinik genau richtig. Bewirb dich jetzt und starte als Pflegerin in einem der größten und modernsten Herzzentren Deutschlands durch. Besuche einfach unsere Karriereseite job-mit-herz.de und bewirb dich. So bist du, so sind wir, so ist Pflege. Moin Osnabrück, deine News für Stadt und Kreis. Guten Morgen und moin nach Osnabrück und ins Umland. Wir starten in den Freitag. Heute ist der 10. November, ich bin Elena Werner und das sind unsere Themen. Die Peter- und Paul-Kreuzung in Gehem-Hütte ist zu gefährlich für den Radverkehr. Eine Fahrradstraße muss her. Zumindest irgendwann. Sonntags in Bad Essen shoppen? Aktuell nicht, es gibt eine neue Regelung. Traumjob Weihnachtsmann? Bis zum Nordpolarkreis müsst ihr dafür allerdings nicht reisen. In WhatsApp-Gruppen wird vor einer Frau gewarnt, die angeblich Kinder in Osnabrück zu entführen versucht. Auch ein Bild wird mitgeschickt. Was steckt dahinter? Dazu gleich mehr. Aber schauen wir erstmal nach Georgsmarienhütte. Die Politik ist sich einig, dass der Radverkehr rund um die Peter- und Paul-Kreuzung in Oesede entschärft werden soll. Das hätte schon klappen können, indem der Neubau des Edeka ein bisschen von der Straße abgerückt worden wäre, aber die Chance wurde nicht genutzt. Also müssen jetzt Alternativen her, eine Fahrradstraße könnte dabei helfen. Die Radfahrer könnten dann in die Kolpingstraße umgeleitet werden, so der Vorschlag der Grünen im Stadtplanungsausschuss. Charmant und gut realisierbar nennt Johannes Bölscher von der CDU die Idee. Auch die SPD scheint überzeugt. Die Frage ist nur, wann kommt die Fahrradstraße denn nun? Denn mit dem Aufstellen von Schildern und dem Aufmalen von Piktogrammen ist es ja nicht getan. Jörg Baumann vom Tiefbauamt hat dafür Ernüchterung gesorgt. Er sagt, sein Amt sei total unterbesetzt. Kurzfristig geht da gar nichts mehr. Also, schöne Idee, mal abwarten, wann das denn was wird. Ich muss ja gestehen, manchmal schaffe ich das zeitlich unter der Woche einfach nicht mit dem Einkauf und muss dann im Edeka am Salzmarkt hier in Osnabrück vorbei, um sonntags doch noch ein paar Dinge zu besorgen. Ziemlich praktisch, aber eine Ausnahme. Ganz anders sieht das in Bad Essen aus. Weil die Gemeinde ein Kurort ist, durften hier bisher die Läden 40 Sonn- und Feiertage im Jahr öffnen. Die Tage durften frei gewählt werden. Weil das niedersächsische Arbeitsministerium das aber nicht mehr für zeitgemäß hält, wurde reformiert. Jetzt gelten die Sonn- und Feiertagsöffnungen nur noch einheitlich vom 15. Dezember bis 31. Oktober. Dazwischen, also vom November bis Mitte Dezember, haben die Läden sonntags zu. Kompliziert, aber zumindest ab jetzt verlässlich. Und ab dem 17. Dezember, also einem Sonntag, könnt ihr dann wieder in Bad Essen shoppen und vermutlich hektisch noch ein paar Weihnachtsgeschenke besorgen gehen. Apropos Weihnachtsgeschenke, langsam rückt die Öffnungszeit der Weihnachtsmärkte näher. Kurz gesagt, es weihnachtet bald. Dann fällt das so trübe Wetter zum Glück auch gar nicht mehr so stark ins Gewicht. Und jetzt mal weghören für alle Kinder. Für die vielen Familienfeste und Betriebsfeiern sucht die Arbeitsagentur des Landes Bremen nach Weihnachtsmännern. Für die etwa 100 Touren werden 20 Kandidaten gesucht, aber auch Frauen können sich bewerben. Auch helfende Weihnachtsengel sind gern gesehen. Voraussetzung ist aber, sich mit weihnachtlichen Gedichten und Liedern auszukennen oder zumindest bereit dafür zu sein, sich einzuarbeiten. Außerdem sollte man nicht vor ungewöhnlichen Arbeitszeiten und unbequemer Arbeitskleidung zurückschrecken und sich von schrägem Blockflötenspiel nicht aus der Ruhe bringen lassen. Weihnachtsmann zu sein ist also wohl doch nicht ganz so ein Zuckerschlecken, wie es scheint. In Osnabrücker Elternchats kursieren aktuell Warnungen vor einer Frau, die mehrfach versucht haben soll, Kinder zu entführen. Die Frau soll um die 30 sein und Kinder auf Spielplätzen ansprechen. Mitgeschickt wird auf WhatsApp ein Bild, das eine dunkelhaarige Frau zeigt. Eine krasse Sache, wenn das stimmen sollte. Darum hat mein Kollege Markus Pöking mal die Polizei darauf angesprochen. Und die gibt auf gewisse Art Entwarnung. Markus, wo kommt das Bild denn überhaupt her? Das Bild steht zwar im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren bei der Polizei. Darin geht es aber nicht um versuchte oder vollendete Kindesentführung, sondern um Bettelbetrug. Die Frau soll Mitglied einer Gruppe von Leuten sein, die sich als Taubstumme ausgegeben haben und dann Spenden für ein Taubstummenheim sammeln wollten. Entstanden ist es in Osnabrück auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Quirbeckallee. Sieht die Polizei Osnabrück da denn einen Zusammenhang? Könnten die Warnungen vor Kindesentführung eine Verbindung dazu haben? Also einen tatsächlichen belastbaren Zusammenhang sieht die Polizei nicht. Was natürlich theoretisch sein kann,
ist, dass vielleicht diese Gruppe mit dem Transporter irgendwo auch mal an einem Spielplatz Halt gemacht hat und dann da Leute und vielleicht auch Kinder angesprochen hat, um von ihnen Spenden zu bekommen für dieses vermeintliche Wohnheimprojekt. Das ist zumindest nicht auszuschließen. Es gibt aber auch keinen Hinweis darauf, dass es so gewesen ist. Also in diesem Fall soll es zwar keinen konkreten Verdacht auf eine Kindesentführung geben. Wenn euch aber mal was dazu auffällt, dann ruft die Polizei. Die weiß dann, was zu tun ist. Das war's für heute mit Moin Osnabrück. Wir hören uns schon morgen wieder, dann mit dem Thema der Woche, unserem kleinen Deep Dive. Diesmal spreche ich mit meinem Kollegen Lars Laue über die rot-grüne Koalition in Niedersachsen. Die ist jetzt ein Jahr im Amt und wir schauen uns mal an, was bisher so passiert ist. Die Wochenendfolge gibt's wie gewöhnlich morgen ab 5 Uhr bei Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcasts und natürlich in der NOZ Audiothek. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und einen ruhigen Freitag.